sind heute in Eldaxen bei Hannover und haben jetzt hier jemanden, der Stefan, der wollte sein Auto sprühen. Und wir haben gesagt, wir kommen mal vorbei und leisten mal ein bisschen Hilfe, weil er sich ein bisschen unsicher war. Ja? Nun gehen wir mal zu Stefan in die Halle. Er sprüht gerade die zweite Schicht. Sein Audi soll halb Magic Green Purple werden. Ja, er hat hier so eine kleine Halle. Ich zeige euch das mal. Schicht haben wir schon drauf. Er macht jetzt die zweite Schicht und dann werden wir so ungefähr, ich sag mal, 3-4 Liter auf dem Auto verteilen, bevor wir dann mit diesem Magic Green Purple anfangen. Ja? Das ist der Stefan. Stefan, sag mal hallo. Hallo. Wir starten jetzt mit Magic Green Purple. Ja, der Wagen ist jetzt hier dreimal schwarz-matt foliert, so wie ihr seht. Und jetzt startet Patrick hier mit dem Magic Green. Da könnt ihr gleich mal zugucken, wie das so aussieht. Wir werden wohl insgesamt 2 oder 3 Schichten machen. Also wir haben 5 Liter jetzt hier.
Die erste Schicht Magic Green Purple ist jetzt drauf. Wir machen insgesamt 3 Schichten. Man sieht es nachher auch besser, wenn wir dann fertig sind. Wir machen 2 dünne Schichten und eine Nassschicht. Was sagt der Besitzer dazu? Super. Super. Was sagst du? Ja, super. Okay, dann geht es jetzt weiter mit der zweiten Schicht. Wasser in der Leitung, das heißt also ein Wassertropfen drauf, ja, und die kommen dann hier bei uns raus aus der Pistole, aber deswegen müsst ihr euren Kompressor ab und zu mal entwässern. Und wenn ihr das hier seht, also hier ist ordentlich Wasser drin in dem Kompressor, ne, auch wenn er so viel Volumen hat, kann sich da richtig viel Kondenswasser drin ansetzen durch die Kälte und durch alles Mögliche. Jetzt gleich ist er fertig. Magic Green Purple sind jetzt drauf auf den 3 Schichten schwarzen Matt. Jetzt kommt die 3. Schicht und die letzte Schicht Magic Green Purple. Da ist jetzt darauf zu achten, wieder wie bei allen anderen Videos auch vorher, die letzte Schicht muss richtig nass sein. Ja, wir sind jetzt da hingegangen und haben jetzt bei der Lackierpistole auch ca. 10% verdünnt, ja, auf die ganze Menge. Wir rechnen jetzt für die Nassschicht, also für die letzte Schicht, so ca. 2 bis 2,5 Liter ein. Ja, also richtig dick auf. Der Untergrund ist jetzt so tragfähig, dass es nicht schnell verläuft. Ja, ihr könnt jetzt gleich mal gucken, wie gleichmäßig nass denn die Motorhaube wird. Ihr werdet auch feststellen bei der Nassschicht, dass dann kleine Wellen zu sehen sind. Wenn die Folie trocknet, strafft sie sich. Ja, das Lösungsmittel dampft aus und die Folie strafft sich und ihr habt komplett wie eine lackierte Oberfläche ganz glattes Bild. So, los geht's. Jetzt fertig mit der letzten Schicht und wie ihr seht, die letzte Schicht, die ist noch am Trocknen, ist noch ein bisschen feucht, aber arschglatt die ganze Geschichte. Stefan ist zufrieden,
Wir haben zwar nicht optimale Bedingungen heute gehabt, aber ich denke mal, dafür kann sich das schon sehen lassen hier. Wir fahren gleich mal raus ins Sonnenlicht dann. Jetzt sind wir fertig und wollen euch das Ergebnis nicht vorenthalten. Was sagst du erstmal? Einwandfrei. Einwandfrei. Spricht für sich selbst. Wir gucken uns mal das Auto an. Hammermäßig. Sieht echt gut aus. So, jetzt könnt ihr euch eure eigene Meinung bilden. Jetzt seht ihr das Ergebnis hier. Ja? Also drei Schichten schwarz-matt. Und anschließend haben wir auch so drei Schichten ungefähr Magic Green drüber gemacht. Also wir haben jetzt verbraucht ungefähr 4 Liter schwarz. Und auch so 4 Liter Magic Green dafür. Ne? Auch achtet darauf, Kofferraum, Dach und Motorhaube sind detailfoliert. Also macht ihr ein größeres Auto, müsst ihr natürlich auch ein bisschen mehr Folie einplanen. Ne? Sollte klar sein.